Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Destination Earthstar. Keine Ahnung, was mich hier erwartet, es ist irgendein Space-Shooter, habe ich am Cover erkannt, ich Columbo ich und ja, schauen wir mal. Ist das schon das Spiel? Ich bin schon ein Spiel, okay. Start ist, was ist Start? Weiß ich nicht so genau. Select ist Laser, Torpedo, okay. Was ist A? Laser, okay. Da ist B wohl Torpedo. Okay, dann schreibe ich mich hier ein bisschen um, aber. Aha, da sehe ich ein Objekt am Radar. Na, falsche Richtung. Okay, ich bin vorbeigeflogen offensichtlich. Ich fliege mal weiter in die Richtung hier. Ja, es ist so ein Spiel, da brauche ich mal wohl eher eine Anleitung. Ich schaue mal auf den Cover da. Und so nebenbei, das ist ein bisschen was eine Anleitung. Was steht denn da? Damage ist irgendwie rechts unten. Gut, habe ich noch keine. Fliegen wir da rauf, zu dem Sektor. Dann, was haben wir hier noch? Laseranzeige, okay. Was gibt's denn da noch alles? Nuklear-Anzeige. 4 Gegner gibt's hier wohl noch. Kann ich irgendwie Gas geben auch? First Person Space Simulator steht auch noch drauf. Ja und? Also irgendwie ich mal B. Irgendwie Gas geben? Ja, so viele Knöpfe gibt es ja am Ende jetzt nicht, also B ist es nicht. Mit Start verwechsel ich zwischen Torpedo und zwischen Laser, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Verstehe nicht, warum ich. Da ist das, was auch immer das ist. Ist das ein Planet oder was? Wenigstens habe ich mal einen Planeten gesehen, ist ja auch schon mal was. Fortschritt ist da. So, ich schaue mir noch ein bisschen das Cover an. Realistischer Space Simulator. Ach, ein 8-Sternen-System zum Erforschen. Arcade-Action. Also das fühlt sich so überhaupt nicht nach Arcade an. Ich würde sogar sagen, ich habe selten etwas gehabt, was sich so wenig nach Arcade anfühlt. Wenn man zu dem B da. Warum zeigt dieser Pfeil da rauf? Das verstehe ich nicht. Mich da bei B. Gut, wo ist, wie komme ich mich dieses das mir anschauen? Okay, warte, nach links. Da ist er. Der Planet. Ich habe abgeschossen. Das ist auch nur ein Planet. Wo sind die Gegner? Vielleicht sind das die Zahlen? Moment, das sind 4 Gegner. Ich habe da ein Feld mit 1 und ein Feld mit 1 und eins mit 2. Das wären zusammen 4. Vielleicht sind das die Gegner. Endlich Shooter-Action haben hier. Naja. Also vom Hocker reißen tut es mich jetzt noch nicht, das Spiel. Okay, hier gibt es wohl irgendwo einen Gegner. Ja, wo ist er?
Ah, fast. Den kriege ich noch. Wo ist er? Na. Ah, der rote Punkt. Na. Hätte er ja gescheit getroffen. Ah, jetzt fliegt er wieder weg in die Richtung. Ich drehe mich nach. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da muss irgendwas sein. Wieso sehe ich ihn nicht? Ah! Nein. Es ist echt schwer zum Treffen. Kann schon. Ah, zu knapp. Den krieg ich noch. Ist doch gelacht, den muss ich doch fertig machen. Ich meine, für LNS-Verhältnisse ganz okay eigentlich. Ah, da ist er. Ja! Weg ist er. Gut. Dann fliegen wir da runter. Das sind jetzt noch zwei. Was das bringt mit den Planeten, verstehe ich leider noch nicht ganz. Könnte ich da vielleicht meine Energie irgendwie aufladen oder so? Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. So, da komm, ich möchte auf den richtigen Sektor und hier ist wohl noch ein Feind über. Jetzt steht auch schon noch Feinde 3. Okay, also ich habe wirklich einen hier platt gemacht. Okay, da muss er irgendwo sein. Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er. Ja, gescheit. Ah, ja. Aber ich habe ein paar Mal getroffen. Jawohl, weg ist er. Und gleich weiter. Nächster Sektor. Hier wird ein Sektor nach dem anderen gereinigt. Ja, Ajax ist zum Putzen da. Okay. Wo ist er? Ist noch zu weit weg oder warum sehe ich ihn nicht? Da ist er. Kann nicht wirklich ausweichen. Einer noch. Jawohl. Ah, da eine Basis muss ich angreifen jetzt, was? Ja, wo ist die? Komm schon. Wo ist deine Basis? Attack New Base. Ah, müsste ich die mit den Torpedos angreifen vielleicht? Wäre jetzt eine Idee. Baby Basis, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Vielleicht doch lieber mit dem Laser. Einen guten alten Laser. Na. Ah, Laser wird auch heiß zur Zeit. Los, kein Laser mehr. Laser ist alle. Ah, wie mache ich die Basis fertig? Was weiß ich, wie das geht? Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich schau mal weiter zu A.
komm schon. Ja, Aufreger ist das Spiel keiner. Ich sehe, ich bin schon bei 10 Minuten. Okay. Ich schaue mir die Basis noch an. Na, da ist nichts. Ah, mit Start kann ich schneller reisen. Das sein? Mal. Nein, das ist kein Unterschied, glaube ich. Gut, ich schaue noch zu den O und dann lasse ich es gut sein. Ich möchte doch einfach nur in diesen Sektor hier. Die Energie fällt auch stetig. Das hat man auch nicht unendlich. Da nach rechts, darauf, rüber. Okay. Nein, ich komme nicht drauf. Zumindest nicht in der kurzen Zeit und ohne Anleitung. Ja. Fazit. Sound okay, Grafik okay. Aber schlecht gealtert einfach. Schlecht gealtert. So, manche Spiele altern ja ganz gut, aber das ist irgendwie schlecht gealtert. War damals vielleicht top, heute eher ein Flop. Ja, jetzt ist es natürlich auch hart, aber... Ja, sorry. Kann nichts damit anfangen. Kann ich leider nicht viel damit anfangen. Gut, sage ich trotzdem danke. Das wäre Destiny Earthstar am NES. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, gleich mal da drüben schauen. Und wenn ihr täglich neues NES-Futter in eurer Liste haben wollt, unten abonnieren. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann den Daumen hoch da lassen. Alles klar. Ciao, ciao.